So, das ist jetzt ein Vlog. Ich glaube, das ist der dritte Vlog oder so, den wir jetzt machen. Das könnte hinkommen, ja. Und das könnte ungefähr hinkommen. Ich weiß gar nicht, ob ihr Melissa hören könnt. Ich habe jetzt gerade mir so ein Mikro angesteckt, weil das ist immer, wenn wir mit dem Auto fahren, über die Autobahn, irgendwann ein bisschen lauter vom Motorgeräusch her. Wir können ja noch auf der German Autobahn fahren. Das heißt, man kann auch so schnell fahren, dass die Windgeräusche da irgendwann ein bisschen lauter werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben jetzt Ende August langsam und ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht, also zumindest mal die letzten 10 Jahre nicht daran erinnern, mal so einen miserablen Sommer gehabt zu haben. Es ist dauernd am Regnen. Das ist natürlich auch gut für die Natur. Das ist ja richtig toll, dass da die Reserven wieder aufgefüllt werden. Aber es war dann doch zwischendurch ein bisschen viel Wasser. Und was da runtergekommen ist, ja, das haben wir aber jetzt, denke ich mal, ab morgen nicht mehr. Ne? Da sollten wir das so grob durchgestanden haben. Denn morgen geht's los im ersten Flug nach Zypern. Und wir sind schon mal ganz gespannt. Also es ist schon ein bisschen komisch. Ne? An und für sich ist es ja ein Urlaub, aber irgendwie auch nicht. Ne? Weil normalerweise kennen wir das im Urlaub so, wir gucken uns da alles Mögliche an, chillen ein bisschen am Strand oder am Pool, legen die Füße hoch und genießen es, dass ich sag mal, das Frühstück schon fertig ist und das unfassbare Gefühl, dass man die Dusche nach dem Duschen nicht ausflitschen muss und sich um den Kalk kümmern muss, das macht jemand anders. Naja, ja, aber wir sind da, ich sag mal, ich will nicht sagen businessmäßig unterwegs, ne? Aber es gibt schon ganz viel zu tun. Wohnsitzanmeldung ist ja am Laufen, die Firmenanmeldung ist am Laufen. Das heißt, wir müssen unterschreiben, dass wir da eine Firma gründen. Dann haben wir einen Termin ausgemacht mit der Schule, wo die Kinder hingehen, beziehungsweise den Kindergarten, dass die Kinder sich das Ganze mal anschauen können schon mal, damit wir uns das schon mal anschauen können, weil ich meine, man zahlt ja für so eine Privatschule auch natürlich Geld und dann will man das ja mal gesehen haben, was einen da so erwartet oder wofür man da bezahlt, ob einem das auch wirklich gefällt und so. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man den Kindern so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die Scheu nimmt so ein bisschen, ja, dass man die Kinder denen schon mal zeigt, hey, guck mal, da geht er demnächst hin und das natürlich auch so ein bisschen positiv rüberbringt, das wird cool und so weiter. Die haben auch, glaube ich, Ferien noch, soweit ich weiß, sagtest du? Die fangen im September wieder an, genau. Die fangen im September wieder an, genau. Und das heißt, da ist jetzt auch nicht viel los. Wegen Corona muss man sich da auch keine mega Sorgen machen, denke ich mal, weil da nicht viel unterwegs ist. Also können wir uns da in aller Ruhe die Schule anschauen. Dann haben wir noch viele Termine mit unserem Makler. Also wir haben uns überlegt, wie kriegen wir da ein schönes Haus, was uns gefällt, weil wir haben überlegt, ja, mit den Kindern, das ist schon besser, wenn wir ein Haus haben. Gehört oder auf anderen YouTube-Kanälen haben wir mitbekommen, dass die Wohnungen natürlich nicht ganz so super gebaut sind, jetzt vielleicht wie in Deutschland oder so massiv auch schallschutztechnisch mit modernsten Materialien gebaut sind, sodass man in der Wohnung schnell mal andere hört. Ja, ich denke mal, gerade wir als jetzt YouTuber auch wollen ja auch nicht, dass ihr jetzt hört, was irgendwelche Zyprioten oder Zyprer sich da unterhalten oder so, und wir wollen auch keinen stören. Dann wollen wir natürlich auch, dass die Kinder sich ein bisschen bewegen können, vielleicht auch mal in den Garten gehen können. Ja, und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dass wir nach dem Haus gucken. Ja, da haben wir dann geschaut, da gibt es ja verschiedene Portale oder verschiedene Möglichkeiten. Ist jetzt nicht so wie in Deutschland, dass es da Immobilien-Scout gibt oder sowas. Oder was weiß ich, was gibt es da noch? Immo24, Immo-Welt und was weiß ich, was alles. Nee, da gibt es an und für sich nur zwei Webseiten, wo man sich so ein bisschen umschauen kann. Die wohl mittlerweile gängigste Seite auf der zyprischen Insel ist tatsächlich Facebook. Ich muss sagen, Facebook nutze ich sehr wenig. Ich war da letztens mal auf Facebook und habe festgestellt, dass man mir vor einem halben Jahr zum Geburtstag gratuliert hat. Also ich bin wirklich nicht häufig bei Facebook. Werde es mir aber wohl angewöhnen müssen, weil alles Mögliche wohl über Facebook läuft. Auch so ja, Verkäufe, Angebote, Hilfe, Diskussionen. Insel funktioniert noch sehr auf Facebook-Basis.
ist auch sehr wenig, meiner Meinung nach, sehr wenig mit Internet. Also die sind noch nicht so vernetzt. Die leben, ich schätze mal, ein bisschen noch in der Vergangenheit, was die Internetwelt angeht. Aber das muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein. Ne? Und dann gibt es noch eine zweite Seite, die heißt Basaraki. Und Basaraki ist so ein bisschen das eBay-Kleinanzeigen von Zypern. Und da findet man auch sehr viele verschiedene Angebote von Immobilien, wobei ich das auch so ein bisschen komisch finde, muss man sagen. Ich habe da ein paar angeschrieben und da kommt meistens gar nichts zurück. Und dann habe ich das mit dem Anschreiben direkt mal verworfen und habe einfach angerufen, ja, also auf einem kurzen Weg. Und falls ihr mal da Immobilien sucht, ich schätze mal, da sind schon einige, die nach Immobilien schauen und das nie so wirklich ernst meinen. Also die vielleicht so mal just for fun anrufen. War jetzt so mein Eindruck, weil der gute Mann, den ich da am Apparat hatte, klar, wir sprechen alle Englisch übrigens, der war erstmal total desinteressiert und so. Und dann sagte der, ja, mit dem Haus, was wir da anbieten, da musst du auch erstmal gucken, ob du die Staatsbürgerschaft bekommst, beziehungsweise Immigration machst und Firma gründen, müsste man auch mal schauen. Und dann habe ich dem gesagt, ja, don't mind, das haben wir schon alles erledigt, ne? Das läuft schon alles, da musst du dich gar nicht drum kümmern, hat mit dem Haus gar nichts zu tun. Oh, zack, ne? Auf einmal war der ganz neugierig und viel interessierter. Und dann haben wir denen noch erzählt, dass wir unser Haus verkaufen und so und dass wir auch zahlungsfähig sind, so mehr oder minder. Und auf einmal war der halt komplett aufgeschlossen, ne? Also vielleicht als kleiner Tipp, falls ihr da irgendwo was sucht oder so, dann kümmert euch am besten schon vorher über diesen Immigration-Prozess, um vielleicht eine Firmengründung und so weiter und sagt denen, dass die da gar nichts mit zu tun haben unbedingt. So, weiteres Ding, was wohl nicht so ganz ohne ist, ich hoffe, ich kriege das jetzt nochmal zusammen, weil wir haben einen Makler bekommen oder wir haben Kontakt von einem Makler bekommen, der scheinbar recht engagiert ist. Wird sich natürlich zeigen nächste Woche. Der wollte uns, ich glaube, 10 Wohnungen etwa zeigen oder sowas. Ja, 10 Häuser. 5 bis 6 im Kopf. 5 bis 6, okay. Ja. Die Zahlen schwanken. Ja, wir haben auch verschiedene Sachen gehört. Und er sagt, man muss ein bisschen aufpassen. Und zwar ist es so, dass sehr viele Chinesen und Russen vor einiger Zeit sich auf Zypern quasi die EU-Staatsbürgerschaft durch den Erwerb einer Immobilie von, ich glaube, mehr als 1 Million Euro, nagelt mich bitte nicht drauf fest, dadurch die Staatsbürgerschaft erkaufen konnten. Ja? Was ja nicht so ganz legal ist. Und da gab es, glaube ich, auch ziemlich Stress mit Zypern und so. Naja, und deswegen haben die früher sehr, sehr viele Immobilien da gekauft. Als Investment auch. Einmal um zu investieren und zum Zweiten natürlich auch, um die Staatsbürgerschaft, die EU-Staatsbürgerschaft zu erhalten. Und diese Immobilien werden ganz oft dann vermietet. So. Und jetzt gibt es steuerlich einen Unterschied, wenn man eine Immobilie selbst bewohnt oder wenn man eine Immobilie an andere vermietet. So. Wenn man selbst bewohnt, sind die Steuern natürlich wesentlich niedriger. Und wenn man die Immobilie vermietet, sind die Steuern wesentlich höher. Was machen dann einige? Die geben an, sie würden da selber drin wohnen, vermieten dir das quasi unter der Hand und lassen dann aber auch, ich sag mal, Wasser, Strom, Internet und so weiter, alles auf ihren Namen laufen, damit das nicht auffällt. So, wenn du jetzt aber ein Unternehmen gründen möchtest, dann brauchst du ja den Nachweis, dass du irgendwo wohnst. Und dann beißt sich das Ganze, ne? Und deswegen, ich sag mal erstmal, wir wollen gar nicht irgendwo illegal wohnen oder sowas. Da haben wir ja gar keine Lust drauf. Da haben wir schon in Deutschland keine Lust drauf. Und ich glaube, auch als Deutscher ist einem das ein bisschen fremd, so eine Methode. Und schon gar nicht als Unternehmer, ne? Also wenn wir eine Firma da haben, dann möchten wir natürlich auch, dass das alles im Ausland ganz klar sauber läuft. So. Und deswegen sind wir jetzt auch mit diesem Makler da zugange, weil der uns wohl Häuser heraussucht, die nur so offiziell vermietet werden. Genau, jetzt erzählt Melissa mal was. Lass mich! Also ich bin auch schon total gespannt auf diese Häusersache, weil ich habe das, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt, ich
fühle mich dann noch so ein bisschen unsicher. Ne? Ich hätte gern schon irgendwie mal was Festes, wo man weiß, okay, da werden wir wohnen, da so viel Platz ist da, Möbel sind da, ja oder nein. Also ich bin schon total gespannt. Ich habe aber auch noch ein paar Adressen bekommen, ein paar Telefonnummern von Agenturen, die in verschiedenen Regionen auf Zypern Immobilien haben, die jetzt auch im Herbst wieder frei werden, die wir auch zur Not anrufen können, die uns auch was zeigen können, wenn wir vor Ort sind. Wir müssen mal so ein bisschen gucken, wie viel Zeit da noch bleibt. Und jetzt ist ja heute der Tag vor der Abreise und als wäre das nicht schon stressig genug, mit zwei Kindern Koffer zu packen, rechtzeitig in Urlaub zu fahren, dann auch die Wohnung noch sauber zu machen, weil ja vielleicht auch nächste Woche Besichtigungen stattfinden im Haus, haben wir natürlich noch ein bisschen mehr Krimi jetzt gehabt. Ich habe mir überlegt, bevor wir auswandern, möchte ich nochmal zu allen Ärzten gehen, die mir wichtig sind, ne? Dass ich nochmal alle Befunde aktuell habe, dass ich jetzt nicht sofort im Ausland sofort irgendwo hingehen muss, ne? Mir direkt einen Arzt suchen muss, sondern dass ich nochmal weiß, okay, da ist alles in Ordnung und da muss ich noch vielleicht was machen. Und da war ich jetzt auch letzte Woche bei einem der Ärzte, da musste ich Blut abgeben, eine ganze Menge, und kriege gestern den Anruf, der Fahrer von dem Labor hatte einen Unfall, sodass alle Blutproben von allen Patienten, die da waren, nicht verwertbar sind. Ja, jetzt ist aber das Problem, ich brauche das ja, bevor wir endgültig ausreisen, muss das Blut ja abgegeben sein. Und das heißt, die haben das jetzt möglich gemacht, dass wir heute an einem Sonntag da hinfahren können, damit ich da nochmal, es kommt extra eine Arzthelferin rein in die Praxis, damit ich da nochmal Blut abnehmen kann. Also es ist die Kinder sind bei Oma und Opa, weil es ist schon später Nachmittag, wenn die Kinder jetzt auch noch einschlafen würden auf dem Auto und wir dann die Nacht entsprechend nicht schlafen, also wir Erwachsenen dann nicht schlafen würden, weil die Kinder wach sind, dann morgen fliegen, also das wäre einfach nichts. Ne? Also ihr seht, auch wenn es nur eine Woche ist, es ist schon aufregend genug, dahin zu fahren. Nicht nur, dass wir da auswandern, sondern dass wir auch alles organisiert kriegen, dass wir da auch rechtzeitig auf der Matte stehen. Ein Online-Check-In funktioniert übrigens auch nicht. Da steht nur am Flughafen möglich. Den Cyprus Flight Pass, den man braucht, den haben wir Gott sei Dank bekommen. Aber ja, müssen wir morgen frühzeitig los. Ich bin gespannt.